Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Nachtgedanken an diesem wundervollen Sonntag, dem 14. April 2024. Wieder ist ein schönes Wochenende vorüber, diesmal mit Sonne. Natürlich leider nicht mit ganz klarem blauen Himmel, aber das sind wir nun mittlerweile gewohnt. Auch an diesem Abend wollen wir zur Ruhe kommen und eine wundervolle Nachtlese aus dem Buch Sirach erwartet uns. Schauen wir doch mal in den Text hinein. Da heißt es, wenn er lange lebt, so lebt er 100 Jahre wie ein Tröpflein Wasser im Meer und wie ein Körnlein Sand, so gering sind seine Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit. Darum hat Gott Geduld mit den Menschen und schüttet seine Barmherzigkeit über sie aus. Er sieht und weiß, wie bitter ihr Ende ist, darum erbarmt er sich umso herzlicher über sie. Die Barmherzigkeit eines Menschen gilt allein seinem Nächsten, aber Gottes Barmherzigkeit gilt der ganzen Welt. Er weiß zu Recht, er zieht und belehrt und führt zurück wie ein Hirt seine Herde. Er erbarmt sich über alle, die sich erziehen lassen und eifrig auf sein Wort hören. Dieses weisheitliche Buch und dieser Text wunderbar. Passend zu diesem Sonntag des guten Hirtens, denn hier wird das Bild noch einmal aufgegriffen, wie sich Gott tatsächlich unser aller erbarmt. Er erzieht, er belehrt, er vergibt, er führt, so wie ein Hirte mit seiner Schafherde unterwegs ist. Einzigartig, grandios könnte man sagen, so weit können wir gar nicht denken. Denn unsere Barmherzigkeit, unser Wohlwollen gilt eigentlich immer nur dem Menschen, den wir kennen, dem Nächsten. Und Gottes Barmherzigkeit gilt dieser ganzen Welt, jedem einzelnen Menschen, für uns fast unvorstellbar und doch Wahrheit. Gott so als liebenden Hirten zu erfahren, der führt, der leitet, der uns lehrt, der uns auch neu aufbrechen lässt, der uns natürlich auch hier und dort vielleicht auch einmal bremsen muss und sagen muss, nein, bitte nicht und bis hierher und nicht weiter. Das alles gehört zu der Aufgabe eines Hirtens, denn er ist sehr besorgt um das Leben seiner Schafe. Er kümmert sich drum, er möchte nicht, dass die Schafe verloren gehen, dass sie gerissen werden vom Wolf. Und so ist es auch Gottes Aufgabe, mit so viel Liebe, mit so viel Ehrfurcht, aber auch mit so viel Wachsamkeit für uns Menschen zu sorgen. Das zu wissen lässt uns vieles andere ablegen, nämlich die Angst, die Furcht vor all den Gefahren, die uns im Leben begegnen können. Und deshalb ist dieser Text hier aus dem Buch Sirach so ein wundervoller, weisheitlicher Text. Der ist ja nach dem ersten Jahrhundert geschrieben, von einem Weisheitslehrer wohl auch zusammengestellt. Einzigartige Worte und vielleicht haben Sie mal Freude, Zeit und Spaß, in diesem Buch auch mehr zu lesen. Wir wollen heute mit dieser Zusage, dass seine Barmherzigkeit viel, viel größer ist, als wir sie uns vorstellen können, gern zur Ruhe der Nacht kommen und einen gesegneten Schlaf von ihm geschenkt bekommen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Schlafen Sie gut, träumen Sie etwas Schönes und denken Sie daran, auch wenn wir so klein sind wie ein Wassertropfen oder wie ein Sandkorn, Gottes Barmherzigkeit gilt uns allen. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Raini aus Appenzell-Innerrhoden. Gute Nacht.